So, hallo liebe Schildkrötenfreunde. Der Sommer ist zurückgekehrt. Die großen Schildkröten sind zwar alle aktiv, aber das große Fressen ist vorbei. Aber die kleinen hier kann man mit Nachtkerzenblüten noch animieren. Da sind sie ganz scharf drauf. Und hier vorne könnt ihr mal sehen, den Unterschied von einer einjährigen Schildkröte zu einem frisch geschlüpften Baby. Also wenn man die jeden Tag sieht, merkt man das gar nicht, dass die wachsen. Und wenn man dann aber die neuen Schlüpflinge dazu setzt, dann sieht man mal, dass sie doch einen ganz schönen Schritt gemacht haben. So, heute gucken wir mal zu, wie die sich hier an den Nachtkerzenblüten laben. Aber auch hier ist es so, dass frische immer besser schmecken. Die Stempel, die bleiben dann immer liegen. Aber wenn es ja frische Blüten gibt, dann geht es drüber her. Ja, viele haben jetzt schon wieder geschrieben, ja, nachts sind nur noch 8 Grad und bla bla bla. Ja, das ist halt so, das macht doch nichts. Ob dann nachts 6 Grad sind oder 15 Grad, das ist vollkommen egal. Nachts ist es halt kühl. Habe ich auch schon öfters mal erzählt, aber es gibt einem immer wieder dieselben Fragen. Tagsüber scheint die Sonne, da ist alles ready. Ob das nun nachts 10 Grad ist oder 15 Grad, das ist vollkommen egal. Die sind inaktiv, schlafen. Und früh wärmen sie sich wieder auf. Wo ist das Problem? Im Gegenteil, hier sehe ich zum Beispiel viele, die hier nur im Schatten sitzen, die wollen gar nicht mehr die Wärme jetzt zu haben. So, nicht da hinten zum Beispiel. Gucken, ob ich es herankriege. Ja, das ist zu dunkel. Die anderen hier, die sitzen alle hier so schön am Rand.
sieht man nämlich mal, wie gut die getarnt sind und chillen. Ja, die machen sich einen schönen Tag. Ja, diese Woche bleibt es noch schön. Und dann wird es doch noch ein versöhnlicher Abschluss dieses Jahr. Tja, und bei den kleinen Herzis, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Da geht es schon viel, viel ruhiger zu. Da sind auch schon welche abgetaucht. Und ein ganz feines Leckerli sind Hibiskusblüten.
Und weg ist sie. Ja, so, das waren mir noch ein paar herbstliche Impressionen hier von den kleinen Feinschmeckern. Und das soll es wieder gewesen sein für heute. Macht's gut, bleibt gesund, euer Radio-Reporter Harry.